Servus Leute und herzlich willkommen zum schon bereits dritten Dieser Moment Wenn Video. Und weil so viele von euch fragen, warum ich immer dasselbe T-Shirt anhab, habe ich mir heute mal ein anderes angezogen. Also ich meine, ein gewisser Applaus ist das schon wert. Dachtet ihr wohl? Also ich meine, als würde ich ein Video machen ohne mein schwarzes T-Shirt. Also bitte. So, nachdem wir das jetzt geklärt hätten, können wir auch schon anfangen mit dem Video. Und zwar geht es wieder um Momente, die nicht nur mich, sondern auch euch in eurem Alltag aufregen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Als erstes hätten wir da diesen Moment, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir laufen in der Fußgängerzone zum Beispiel und auf einmal winkt uns jemand, grüßt uns jemand und kommt auf uns zu. Und wir wissen einfach nicht, wer diese Person ist. Sie scheint uns ja anscheinend zu kennen und wir kennen sie auch. Aber wir kommen einfach nicht drauf, wer da gerade vor uns steht. Dann gibt es diesen Moment, wenn einem etwas Peinliches passiert. Zum Beispiel beim Umblättern reißt die Seite vom Buch ein. Und dann guckt man sich um und hofft einfach nur, dass niemand diese Dummheit, die man selbst gemacht hat, gesehen hat. Ja, das war ein Geografiebuch. Als nächstes kennt jeder von euch bestimmt diese Luftpolsterpackungen. Ich meine, wenn man irgendwas bestellt und es ist zerbrechlich, dann sind da diese Luftkissen-Einlagen dabei. Und ich kann einfach nicht aufhören, und ihr bestimmt auch nicht, die zu zerdrücken. Ich sitze dann als da und tu einfach nur 10 Minuten lang diese Dinger zerplatzen lassen, was völlig Nonsens ist. Weiter geht's dann mit diesem Moment, wenn man irgendwie seinen Rucksack, Koffer oder seine Tasche für den Urlaub packt und man hat eine Liste gemacht, wo alles draufsteht, was man mitnehmen muss, und packt diese Sachen auch rein und hat sie abgehakt. Und dann geht man aus dem Haus, aber hat 100% dieses Gefühl, dass man irgendwas vergessen hat. Dann gibt es diesen extrem peinlichen Moment, wo man in der Schule ist und redet mit seinen Nachbarn über irgendwelche Themen, Pokémon oder so. Und dann nimmt der Lehrer einen dran und man fällt wirklich aus allen 7 Wolken heraus und weiß überhaupt nicht, um was es geht. Und die ganze Klasse wartet auf die Antwort von einem und man kann einfach nur, keine Ahnung sagen. Besonders nervig ist auch dieser Moment, wenn man abends vergisst, das Handy aufzuladen und wacht dann am nächsten Morgen auf und checkt dann, dass das Handy einfach nur noch 15% Akku hat. Aber man muss ja auch in den nächsten Minuten dann losgehen. Und trotzdem, wegen 2-3% Akkuleistung, hängt man das Handy noch dran, weil man der Meinung ist, dass es irgendwas bringt, wenn man es einfach nur noch ein paar Minuten ans Ladekabel hängt, obwohl man den ganzen Tag außer Haus ist. Und wo wir auch schon bei Aufwachen sind, können wir auch schon dabei bleiben. Ich meine, es gibt diesen Moment, wenn man irgendwas Cooles träumt oder irgendwas Mysteriöses, was man weiß, weiter träumen will. Genau in diesem Moment muss man aufwachen und sitzt dann im Bett und wünscht sich einfach nur oder stellt sich vor, was wäre passiert, wenn ich jetzt weiter geträumt hätte. Besonders beliebt bei mir ist auch dieser Moment, wenn ich realisieren muss, dass ich zu 95% meines Lebens meine Mutter angelogen habe bei dem Satz: Hast du heute schon was für die Schule gelernt? Natürlich, Mama. Lüge. Als nächstes gibt es dann diesen Moment, wenn man irgendwie in der Stadt ist und geht in den Laden rein und will sich irgendwas kaufen. Aber das gibt's dann halt nicht oder man hat nicht genügend Geld dabei, um sich das zu kaufen, und geht dann wieder aus dem Laden raus und hofft dann einfach nur beim Verlassen des Geschäftes, dass niemand einen für einen Ladendieb hält, weil man reingeht und kommt ohne irgendwas zu bezahlen wieder raus. Nervig wird's dann, wenn man am Handy irgendwo in einem Gruppenchat ist oder in Skype bei einer Gruppenkonfi ist und man will sich einfach verabschieden. Man sagt 1000 Mal auf Wiedersehen oder Ciao, Tschüss, und trotzdem schreiben die Leute noch irgendwas, dann muss man wieder was schreiben. Infolgedessen schreibt man wieder Tschüss, dass die Leute dann wieder etwas anderes schreiben und man einfach, obwohl man gehen möchte, nicht vom PC wegkommt. Oder man unterhält sich dann mit jemandem und dieser jemand stellt dann eine Frage und obwohl wir es verstanden haben, sagen wir was. Einfach nur um Zeit zu gewinnen, um drüber nachzudenken. Auch wenn wir gar nichts machen, obwohl wir es verstanden haben, sagen wir einfach aus Reflex: Was? Richtig dumm ist ja dann auch dieser Moment, wenn man in der Gruppe steht und auf einmal lachen alle, weil irgendjemand einen Witz erzählt hat. Es lachen wirklich alle Personen. Und 10 Sekunden danach fragt irgendein Vollidiot: Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Des Weiteren gibt es dann diesen Moment, wenn man ewig braucht, um die perfekte Schlafposition zu finden. Ich meine, man legt sich abends hin und will mal früh einschlafen und schafft es einfach nicht, weil man 2 Stunden wach ist und sich alle 5 Minuten rumwälzt, um eine neue Schlafposition zu kriegen, weil alles irgendwie unbequem ist. Und dann gibt es ja da die ganz schlimmen in der Schule. Entweder man will seinem Banknachbarn was erzählen und muss dabei anfangen zu lachen, obwohl man die Wahrheit sagt, weiß man dann, dass der andere denkt, weil man anfängt zu lachen, man lügt. Oder der Lehrer nimmt einen dran, dass man irgendwas der Klasse vorlesen soll und der Banknachbar hat wirklich nichts Besseres zu tun, egal ob man in der 1., in der 4. oder in der 12. Klasse ist. Er versucht einfach, einen zum Lachen zu bringen und die ganze Zeit irgendwie beim Vorlesen reinzureden. Aber der beste Moment ist einfach nur, wenn man sich fragt, wie Mr. Krabs es schaffen konnte, einen Wal als Tochter zu zeugen. Ich meine, what the fuck? Ein Wal und eine Krabbe und warum? Da.
Natürlich gibt's auch für alle Facebook-Suchtis da draußen einen Moment, und zwar diesen, wenn man die ganze Zeit vorm PC sitzt und wartet auf neue Benachrichtigungen und dann irgendwann poppt da oben im Fenster diese rote 1 auf und man weiß, man hat eine Benachrichtigung und will draufklicken, weil man wissen will, was passiert ist. Es könnte ja was Wichtiges sein. Und dann klickt man drauf und es ist Fumble-Anfrage. Und als letztes gibt es diesen Moment, wenn man Musik hört und hat dabei Kopfhörer auf. Und man stellt sich einfach nur vor, was wäre, wenn man selbst in diesem Musikvideo drin wäre. Kennt ihr das auch? Auf jeden Fall mache ich das jetzt und man sieht sich im nächsten Video. Ja, das war es auch schon mit dem dritten dieser Moment-Wenn-Video. Und jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, welche Momente davon kennt ihr aus eurem Alltag? Schreibt es in die Kommentare. Natürlich könnt ihr auch Sachen posten, die ich noch nicht gesagt habe. Freue ich mich auch drüber. Und an dieser Stelle geht ein ganz großes Danke an die ganzen Leute, die mir immer wieder aufs neue Sprüche zuschicken. Und die Leute, die mir jetzt schon Sprüche für dieses Video geschickt haben, werden sich jetzt angesprochen fühlen. Es waren nämlich ein paar dabei. Und ja, hier geht's zum ersten Teil von dieser Moment-Wenn. Hier geht's zum zweiten Teil. Könnt ihr euch gerne anschauen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Geht auf meine Facebook-Fanpage für mehr Informationen, genauso wie auf meine Twitter-Page. Und dann sieht man sich im nächsten Video.